Huch, was machen wir in der Winkelgasse? Ganz einfach. Ich möchte gerne, bevor ich das nächste Level betrete, den einen roten Stein, den ich habe, einmal benutzen. Den mit Punkte mal 8. Denn das könnte mir, glaube ich, die Sammlung des wahren Zauberers vereinfachen. Von daher gehe ich jetzt kurz in die Eulerei, war es, glaube ich. Genau hier kann ich wichtige roten Steine einsetzen. Und zwar einen drüber. Und vielleicht kann ich noch ein paar lustige kaufen, wer weiß. So. Ja, Punkt Nummer 8. Das andere, was wir hatten, ist schneller graben. So, und jetzt mal gucken. Das Ding sind wie viel wert? Ich glaube 10. Ne, 100 sind, glaube ich, wert, ne? Ja, 100. Jetzt gehe ich auf Option. Gehe auf Falsch, Extras. Punktzahl mal 8. Und schnell graben ebenfalls. Mal gucken. Jetzt müssten sie 80 wert sein. Oh! 800! Oh ja, das ist sehr viel schöner. Oh, so viel schöner. Es gibt noch Steine, die ich kaufen könnte. Noch genau 12 Stück. Wird auch einfacher hiermit. Weil, seht, wie das Geld jetzt reinprieseln wird. Och, seht es euch an. Das Geld ist reinprieselt. Und was sind hier für Sachen nochmal gewesen? Sugulus Eructo, Multicolorus, Rictosembra, Entomorphis, Tarantella, Locomotomotorus, Radactum Sculus, Olavaria, Calvorio, Bifrost, Glacius, Incarerus, Flipendo. Accio. Accio ist cool. Ich glaube, ich mach mal Stupor. Stupor! Stupor ist ein brauner? Nee, ein roter Zauber. Doch ein roter Zauber. Habe ich Stupor. Stupor, 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 Stupor. Ja, das Geld kommt easy wieder zurück. Guckt euch an, wie es zurückkommt schon. Oh, das wird angenehm. Das wird sehr angenehm. Gut. Dann geht's jetzt sofort ins nächste Level rein. Und dann einmal kurz gucken, wie viele Charaktere ich schon habe. Nur mal als Übersicht. Ich glaube, ein paar habe ich schon. Ja, ein paar. Nicht viele, aber ein paar. Da haben wir Padma. Da haben wir Parvati. Irgendwo oben ein Kleidchen. Wo ist Parvati? Da haben wir Justin Felch. Justin Flinch. Flinch, Felch. Da haben wir... Haben wir nicht noch mehr als nur die... Ah, bestimmt. Vielleicht schalten wir die erst frei. Mal gucken. Geld? Ja, das Punktsammeln wird sehr viel einfacher. Ich werde direkt nach ein paar Sekunden schon die ersten... Oh, warte, ich kann jetzt das Ding zerstören hier unten. Bringt mir das. Oh, was Neues! Der troffene Kessel, wo nicht jetzt hier. Der Stein der Weisen. Die Kammer des Schreckens. Die Geteile? Der Feuerkelch und der Gefangene von Azkaban. Das sind Requisiten, denke ich, so aus einer Art. Spannend. Okay, das ist cool. Das wusste ich vorher gar nicht. Das hat was. Okay, dann... Also hier fehlen noch genug. Am meisten habe ich, glaube ich, bei Kammer Schrecken sogar, ja, 12. Die habe ich die Hälfte erst. Oh, die Hälfte aber erst. Also, wie man sieht, es gibt eine Menge zu tun. Aber wenn man erstmal zaubert, hat man schon einen großen Teil. So, weiter geht's. Geschichte fortsetzen. Ja, bitte. Hallo. Jetzt raus. Ne, es geht hoch. Geht raus. Ach, es geht in den See. Klar, logisch. Muss ja. Ich bin am See. Ich weiß jetzt, dass ich am See muss. Von daher macht das Sinn. Ich würde nochmal gerne, wenn möglich, auf den Haupthof, weil ich weiß, dass Hedwig da... Dass Hedwig dort einen roten Stein hat, den ich ihr geben kann. Dun, 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 dun. Wo muss ich lang? Ach, da. Okay, hier ist der See. Oh ja, hier muss ich lang. Hi. Zerstöribus. Oh, warte. Zerstöribus. Und rein hier. Oh, die Achter sind toll.
Ich mag die blauen Steine gern, die sind sehr viel wert. Die lila Steine, 80.000 dann. Die sind schon 8.000 wert, das ist eine Menge. Dun, dun, dun. Gut. Trottel, ey. Lila Stein, lila Stein, lila Stein, 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 lila Stein, lila Stein, lila Stein, Stein, Stein. Lila Stein, lila Stein, 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 lila dun. Sorry. Oh, jetzt und oh, so viel Geld. Wie das Geld nur fließt gerade. Ist ja beeindruckend. Kann ich jetzt mein Ding bauen? Oh nein, ich helfe ihm gerade unten. Okay. Cool. Dann helfe ich ihm halt. Ist mir auch recht. Nehm's. Oh, Charakter. Ron Smoking. Ron. Ron Smoking. Hätte ich nicht von dir erwartet, Ron. Jetzt und. Uff. Das ist brutal. Dun, dun, dun. Hi, Mad-Eye. Cutscene? Cutscene. Da sind sie, unsere Schwimmer. Cedric Diggory. Victor Krum. Fleur de la Cour. Und Harry Potter. Oh, wie cool. Ich arbeite mit Cedric Diggory zusammen. Oh, mein Traum wird wahr. Oh ja, sieht man, wie es sich auffüllt. Ich habe gerade mal eine Sache aufgehoben. Oh. Da hoch? Ne. Wo muss ich lang? Warte, da ist ein Pirat. Oh, das ist der Pirat. Oder irgendwie das Geld. Glaube ich. Ah, da, wartet. Oh. 29.000 schon, Jesus. Geld ist anscheinend easy. Aha. Ja, seht ihr, ich hab's gleich schon voll. Und ich bin erst seit ein paar Sekunden hier drin gefühlt. Also, ja, Geld, easy peasy. Den wahren Zauberbonus kriege ich jetzt immer wieder. Und fertig, glaube ich, oder? Ja, das war's schon. Und ich habe Harry Potter im See-Aufgabe bekommen. Hurra. Harry Connor vor allem. Harry Potter in Badeanzug. Oh, hi. Sorry. Sein, du wolltest dann. Bitteschön. Ich versuche zu erwischen, was geht. Einfach weil Geld ist Geld. So, da ist noch einer drinne.
Ach, ich komme nicht noch hin, okay. Gucken. Nö. Alter, jetzt schon gleich 100.000, das ist unglaublich. Dieser Bonus ist echt nicht zu vergessen hier. So. Jetzt passt mal auf. Pass mal auf, ich bin jetzt bei, wie viel? Ich habe jetzt 100... 116 und jetzt 196. Plupp. Oh, so komme ich an Geld, glaub mir. So komme ich an Geld ran. Der Bonus ist super. Bester Bonus. Komm. Fahr, Steuermann. Fahre. Oh, ich habe ihn gerettet. Wow. Hier war ein Schüler am Ertrinken. Ein Glück hat Harry ihn gefunden. Oh, da ist ein Fisch. So, mach irgendwas Cooles? Nö. Dann muss ich nochmal zurück. Da war ein Fisch am Himmel. Da war ein Fisch am Himmel. Wo ist er? Wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Da ist der Fisch. Mein Ziel ist jetzt 300.000 zu schaffen. Wenn ich das in diesem Level schaffe, bin ich sehr stolz auf mich selber. Oh, ich kann es so machen. Warte, ich möchte noch mal kurz gucken, ob hier was ist. Hier ist halt noch mal Geld. Und ein Riesen-Oktopus. Toll. Also hier ist nichts, wo ich lang möchte. Gut zu wissen. Oh, hey, cool, danke. Gar nicht creepy oder so. Ach, da muss ich was machen. Aha. Okay. Wir müssen den Tag loswerden, weil dann wird er sich in Tiefe ziehen und dann sich selbst damit zerstören. Ja, genau so habe ich gedacht. Genau nach Plan. Perfekt. Das Geld. Und noch irgendwas Cooles? Ne. So. Harry, bist du auch hier? Harry? Da ist Harry, okay. Glück gehabt. Ich wollte sagen, Harry, wo bist du, Harry Potter? Okay, das scheint sich gelohnt zu haben. Na wohl. Da ist was. Juhu. Noch ein von diesen Froschmenschen. Was soll man die zu tun haben? Ach, da oben. Mach ich da einen Fisch raus? Ja, es ist ein Fisch. Natürlich mache ich da einen Fisch raus. Eine Fischstatue und ich mache alles kaputt hier. Aber ein schönes Level. Ein schönes Level, muss ich sagen. Und ich werde getrieben, dahin zu gehen. Ich will da nicht hin. Ich will da noch lang.
Okay, noch was hier? Nein. Nur halt so ein Ding noch, aber. Dann folge ich mal der Strömung. Oh! Ich bin auf einem Meer gelandet gefühlt. Gut zu wissen. Oh hey, Gitarrist! Wer auch immer das ist, aber cool. Gitarrist, mein Lieblingscharakter aus Harry Potter. Was? Oh, sorry. Okay, hier muss ich anscheinend nicht lang. Kann da oben aber lang. Frage ist, wie lange? Weil unten kann ich noch nicht lang. Ich kann hier aber was zerstören? Fragezeichen? Nicht mehr. Kann ich hier vielleicht das ansetzen? Nein, aber ich kann hier was hochheben. Oh. Oh. Cedric. Komm, Mann. Oh, warte, kann ich den da drauf pucken? Och, arme Krabbe. Sorry, das wollte ich nicht. Oh, da ist ein Tentakelviech. Hi, Delfinmann. Oder so. Hey. Wir kommen von... Oh, na. Oh, oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Also das können wir beide nutzen, das weiß ich. Du hast es nämlich auch. Können wir damit hier rein? Ja, können wir. Oh, hi. Nee, wir gehen hier lang. Da ist besser. Da scheint es sicher zu sein, zumindest für jetzt. Oh, er ist weg. Ciao. Und ein Slytherin-Abzeichen, glaube ich, Slytherin. Wir gerissen. Nee, Hufflepuff. Mein Abzeichen. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Will der irgendwas haben, was ich haben sollte? Wenn ja, dann muss ich ihn leider enttäuschen, denn ich habe nichts. Ich meine, hier oben ist so ein rotes Kraut, aber ich glaube nicht, das ist das, was er haben möchte. Nope. Ah. Was willst du haben, Kumpel? Da oben ist was. Ach, eine Perle, natürlich. Eine Perle will er haben. Eine Muschel, was denn sonst? Ich bin noch ein Dummerchen, ey. Hier. So schwimmen Muscheln? Sicher? Sieht okay aus. Also, ja. Warum nicht? Ey, 300.000. Oh boy, sie scheinen Level. Und da sind die Hai-Menschen, die uns dann angreifen und uns davon hindern sollen, unsere Geliebten zu holen. Wie Hermine. Ey, das ist Cheating! Außerdem ist Hermine gar nicht mein Charakter. Meiner ist Ron, der da anscheinend noch lebt. Sorry. Ach, hab dich, Kumpel. Ah. Da haben wir den ersten. So in etwa befreit. Nicht wirklich, aber fast. Fast befreit. Wie komme ich nach hinten? Da ist. Ach, da ist ein Luke.
Komm, Hai! Ich hab einen Hai-Charakter bekommen, cool. Dann habe ich also jetzt... Oh, habe ich alles bekommen, glaube ich. Ich glaube, ich habe... Habe ich nicht... Ich habe... Nee, warte, mir fehlt ein Charakter. Ich habe bekommen, ich habe bekommen Harry im Schwimmanzug. Und jetzt halt Rumhai. Was auch sehr spannend ist teilweise. Ja, ich bin der coole Harry Potter. Ich rette einfach alle jetzt hier, weil ich es kann. Alles ist gut, Harry, ne? Oh, ich habe den mal vergessen irgendwo. Oh, da ist noch einer. Upsi. Der einfachste gefühlt. So, jetzt habe ich alle befreit. Ja. Jetzt kann ich sie losbinden. Ciao. Harry Potter bricht alle Regeln hier. Hi, Mann. Er hat Hermine gerettet. Harry hat ihre Schwester gerettet, soweit ich weiß. Weil sie musste aufgeben. Und er musste Ron retten und dann gab es noch die Freundin von Cedric Diggory. Glaube ich. Harry, die Seeaufgabe. Yeah! Gitarrist! Oh, ich habe alle drei gefunden! Und den Krummhai! Oh mein Gott, ich habe alles gefunden. Ich bin so happy gerade. Na, okay, nicht alles, okay. Ja, das habe ich geschafft. Und Blum! Das Geld! Schülergefahr! Ich habe zwei Steine gefunden wieder. Ja. Oh, drei Steine sogar. Wow. Geschichte fortsetzen? Nein. Das kommt im nächsten Part erst. Aber ich muss sagen, gute Arbeit bisher. Also, ich bin sehr zufrieden mit uns. Ich danke fürs Zugucken und im nächsten Part machen wir weiter mit der dritten Aufgabe, denke ich mal. Tschüss.